Guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist Dominik Güthos von Kit Mülheim und ich nehme euch heute mit auf die Reise in die Fahrzeugrestauration. Wir werden heute gemeinsam an dem Kit Cabrio im Hintergrund arbeiten. Wir werden heute Schweißarbeiten durchführen, wir werden Rostbekämpfung durchführen und viele, viele weitere Dinge, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sein könnten. Aber bis es soweit ist, muss ich mich natürlich erstmal umziehen und das mache ich jetzt. So, meine Lieben, jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Jetzt fangen wir nämlich an. So kann ich auch besser arbeiten. So. Als erstes müssen wir natürlich mit mehreren Leuten zusammen die Motorhaube abziehen, da die ist natürlich im Weg und die müssen wir erstmal entfernen. Die liegt zum Glück nur auf, das heißt, die können wir jetzt mit drei Leuten können wir die abtragen. So. Fangen wir mal an. Ja, erstes Problem. Wir haben keine drei Leute. Also, was machen wir? Wir müssen uns alleine behelfen. Jetzt werden wir erstmal hier ein Blech vorbereiten, was wir hinterher dann in die Karosserie einsetzen können. Ich habe gerade das alte Blech rausgeschnitten, was rostanfällig war, und jetzt wird gleich das neue Blech hier eingeschweißt. Wie wir vielleicht sehen konnten, hatten wir zuvor hier eine Kante. Wichtig ist natürlich, dass die Kante dann raus ist, weil das Blech müssen wir jetzt gleich anfertigen, ausschneiden, anpassen und in das Fahrzeug einschweißen. Bei dem Blech brauche ich gar nicht mal viel anpassen. Ich zeige euch jetzt mal das Loch. Das seht ihr hier drin, da ist das Loch, was von innen einmal zu sehen ist und auch natürlich von außen. Da werden wir jetzt das Blech alles anpassen und das gleich hier ordentlich einschweißen. Wichtig ist natürlich, wenn wir das einschweißen, das Blech muss ringsherum sauber sein. Es darf kein Füller drauf sein, es darf kein Lack drauf sein, es darf kein Rostschutzmittel drauf sein, es darf nichts drauf sein. Es muss blankes Blech sein, weil wenn das nicht gegeben ist, bringt jede Schweißnaht nichts. Das machen wir jetzt mit dem neuen Black & Decker. Ja, Black & Decker. Blech soweit vorbereitet. Jetzt werden wir das Blech erstmal anpunkten. Anpunkten bedeutet einfach nur, wir haben es jetzt in Form gebracht, wir machen jetzt kleine Punkte, dass das Blech erstmal fest drin ist. Los geht's. Wir gehen jetzt hin mit einem Hammer und mit einem kleinen
Blech, was zurecht geworden ist, was etwas schärfer ist, und kloppen das Blech von oben ein wenig runter. So, den Rest des Bleches, das ist der Vorteil, dass wir von unten dran kommen, von innen, dass wir jetzt von innen drin nach außen schweißen können. Das heißt, ich muss also hier nicht weitermachen, weil hier habe ich ja gar keinen Platz mehr. Ich schweiße jetzt von innen das komplett zu. Und los geht die ganze Geschichte. Vielleicht muss man immer mal wieder gegenklopfen, dass das Blech auch in Form ist. Jetzt können wir zum Beispiel einen Punkt setzen. Jetzt kommen wir zum letzten Step. Und zwar werden wir heute nochmal mit dem Gerät hier ein bisschen die Schweißnähte ein bisschen beischleifen, sodass die halt nicht so weit abstehen. Wir das hinterher schön versiegeln können und dass in Zukunft das Problem, was wir hatten bei dem Fahrzeug, nicht wieder auftreten kann. Let's go! Jetzt werden wir zum Schluss noch einmal uns das Ganze mal von innen ein wenig anschauen. Also wir haben hier schon weitestgehend die Firewall komplett eingeschweißt, viele Bereiche neu eingeschweißt. Wir hatten ja die komplette Firewall komplett ausgetrennt und sind eigentlich auf einem guten Weg. Man erkennt natürlich teilweise die Schweißpunkte, wo geschweißt wurde. Hier oben wird noch ein Blech eingesetzt, was das Ganze hier abdeckt, und ja, dann ist der Wagen bald von innen fertig. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft, der Tag ist rum, wir haben heute einiges geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Restauration, zum Thema Kit-Replika-Bau, zum Thema Filmfahrzeugbau, sei es Rostbehandlung, Rost, alles was zum Thema Rost existiert oder sonstiges, ihr könnt gerne in meine Kommentarzeile mir eine Frage stellen. Ihr könnt es gerne über YouTube machen, über Instagram, über Facebook. Ihr habt meine Kontaktdaten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne jederzeit melden. Ich helfe euch gerne weiter, soweit wie es natürlich in meiner Macht steht. So, wir haben jetzt ungefähr 3 Grad. Ich stehe im T-Shirt hier, ich bin nass geschwitzt, aber es war ein erfolgreicher Tag. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen dritten Advent. Bis bald.